kennt die Jude-Seele nicht. Die wackre Witwe Schlüter, sie hat ein Herz so rein und schlicht. Und außerdem 3 Mieter. Der erste Herr, ein Kandidat, gibt ihrem Söhnchen Stunde. Lateinisch, Griechisch, Deutsch, Diktat. Sie hält ihn aus dem Grunde. Und morgens bringt sie ihm ans Bett den Kaffee auf nem Holztablett. Tralalala. Der zweite Herr, ein Dr. Phil, auf seine Tante pocht er. Er hat zwar nichts, doch erbt er viel. Den hält sie für die Tochter. Frau Schlüters dickes Antlitz strahlt, sie sieht nur noch Millionen, obwohl er keine Miete zahlt. Lässt sie ihn bei sich wohnen. Und morgens bringt sie ihm ans Bett den Kaffee auf nem Holztablett. Den Kaffee auf nem Holztablett. Der dritte, namens Dagobert, man sagt, aus Danzig stammt er. Der ist, soweit man's munkeln hört, Konsistorialbeamter. Sie hält das alte Kirchenlicht fürs Söhnchen nicht, fürs Kleine. Auch hält sie's für die Tochter nicht. Auch Miete zahlt er keine. Und morgens bringt sie ihm ans Bett den Kaffee auf dem Holztablett.